Irgendwo in diesem Haus gibt es noch eine weitere verschlossene Tür. Wir werden sie finden. Ach so, das ist ein Türschlüssel. Soll das ein Türschlüssel sein? Dann, kann ich damit meine Zelle öffnen? Das wäre natürlich super blöd. Der passt hier nicht. Okay. Seltsam. Es muss noch eine andere Tür geben, die Dr. Marcel unbedingt geschlossen halten will. Nee, ich habe mir sagen lassen, da gibt es eine im zweiten Stock. Gut, abzählen. Ist das vielleicht der zweite Stock? Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Okay. Okay, hier ist wohl... Oh Gott, haben sich gerade die Augen bewegt? Ja, haben sie. Gruselig. Okay, das ist also ein Schrein für seinen verstorbenen Sohn. Na gut, dann nehmen wir mal alles mit, was wir so kriegen können. Der Wind ist ungünstig. Nein, ich bin darüber hinweg. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Traurig. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Briefkastenfresse. Milchzähne mitnehmen. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Nee, das riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Ist ja widerlich. Verunstalten wir den Schrein ein bisschen? Wow, okay. Okay, aber ein Hausaufgabenbuch. Ist das nicht so Vergangenheitsstuff? Huh? Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Aha. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Na dann, pass auf, wir tempomorphen in die Vergangenheit. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, Alfred, der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wiedererlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ja! Tempomorph für mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Endlich geht's hier vorwärts. Wobei in dem Fall geht's rückwärts. Zeitlich gesehen. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Wieder? Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Ist aber schon nicht besonders einfache Mathematik, die da an der Tafel steht. Aber okay, schauen wir uns mal um. Ich erkenne ein Muster. Okay. Vielleicht hat Edna Lust, verborgene Inselreiche zu erkunden. Nee, das ist vielleicht ein bisschen schwachsinnig, aber wir gucken mal weiter. Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Irgendwie muss ich Edna hier rausbekommen. Vielleicht hat sie ja selbst eine Idee. Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Ich glaube, Edna hat Angst vor Herrn Hornbusch. Sein oder nicht sein? Das ist hier wohl die Frage. Den Schädel mochte Edna immer besonders gern. Klar. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Edna konnte Mathe noch nie ausstehen. Konntet ihr vielleicht beide Mathe noch nicht ausstehen? Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Ich sollte mit Edna unsere Welttournee planen. Was haben wir sonst noch? Ein Zettel? Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater.
ob sich damit was anfangen lässt? Bestimmt. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Edna kennt einige gute Schimpfworte, die auf das Froschgesicht passen. Ich würde gerne ein paar davon hören. Aber arbeiten wir mal mit Edna. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Oh mein Gott. Reiß dich zusammen, Edna. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mattis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihm das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Das kann ja nicht sein. Hör auf, Spaß zu haben. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Psst, später, Harvey. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Okay, irgendwie... Wir müssen dich herausbekommen. Psst, später, Harvey. Was steht auf dem Zettel da? Ach, er hat... Edna kennt ein... Okay. Ich habe jetzt alles mögliche... Oh, Fenster. Fenster habe ich noch. Oho. Ich wusste gar nicht, dass ein Zirkus in der Stadt ist. Wenn Edna von dem Zirkus erfährt, wird sie sich noch mehr ärgern, dass sie nicht raus darf. Das war gemein. Sonne? Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Wer heute nicht rausgeht, hat vielleicht den Sommer verpasst. Edna sollte eigentlich das Wetter auskosten. Es ist nicht fair, dass sie stattdessen hier büffeln muss. Das ist es wirklich nicht. Was haben wir noch? Spielplatz? Hey, die haben eine neue Rutsche auf dem Spielplatz. Woo! Edna ist die Königin auf der Rutsche. Sie kann sogar hochrutschen. Wow, das ist eine coole Eigenschaft. Was hat hier Karussell, habe ich noch ein gesehen? Ein Karussell! Es gab noch nie ein Karussell im Ort. Edna muss unbedingt von diesem Karussell erfahren. Da ist was los da draußen. Hey, die haben eine... Oh, eine Eisbude? Die Eisbude war vorher nicht da. Die scheinen ganz neue Sorten zu haben. Ein Eis wäre für Edna jetzt genau das Richtige. Ein Riesenrad? Das kann nicht wahr sein. Es gibt sogar ein Riesenrad. Das wird mir Edna nie glauben. Ein Riesenrad. Sachen gibt's. Was haben wir noch? Ein Teich? Das Wasser sieht herrlich aus. Edna würde sicher viel lieber schwimmen gehen, als den doofen Matheunterricht mitzumachen. Dann habe ich jetzt, glaube ich, mir alles angeguckt. Boah, Edna, guck mal, ein Clown. Edna, da ist ein Zirkus in der Stadt. Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad! Du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Okay, let's go. Wir haben hier noch einen Teich. Edna. Die Badesaison hat begonnen. Oh, ich will auch baden gehen. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht... Ja, ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Ich würde sagen, dann landen wir in dem Schrank. Lecker Eis, oder? Hier, Eis. Edna. Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder selbst. Ich kann mich gar... Edna! Das Maß! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! Na los! Beweg dich! Aber... Keine Widerrede!
Yay, ich bin im Schrank. Und jetzt? Tja. Sorry, Edna? Eine Notiz von Mattis. Ja, okay. Was kann ich denn jetzt machen, nachdem ich Edna jetzt in den Schrank gesperrt habe? Ist ja Schwachsinn von mir. Hinter dieser Tür. Hey, irgendwas muss ich jetzt geschafft haben. Außer, dass Edna jetzt weg ist. Das ist Ednas Lehrer, Herr. Ja, das weiß ich. Alfred ist schon. Edna kennt. Ob sich damit was anfangen lässt? Ja, nicht, wenn Edna im Schrank ist. Ich kann ja auch irgendwie nicht wechseln. Irgendwie muss ich Edna hier rausbekommen. Vielleicht hat sie ja selbst eine Idee. Ja, Edna ist im Schrank. Moment, Loch. Hey, Edna. Sie sieht unglücklich aus. Was haben wir denn da? Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Mich würde brennend interessieren, was in diesem Brief steht. Ja, Edna, guck dir das doch mal an. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Schade, ich wünschte, ich hätte unseren Poloschläger mit Licht. Sonne? Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Ja, das ist natürlich echt gemein. Wir müssen dich hier irgendwie rausbekommen. Ja, das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Geschichte meines Lebens. Ist hier noch irgendwas im Schrank? Das klappt so nicht. Sie sieht unglücklich. Wie praktisch, dass der Schrank ein Loch in Kuckhöhe hat. Dieses Loch im Schrank könnte sich als nützlich erweisen. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Jawohl. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Wie geht's dir, Edna? Wie soll es mir schon gehen? Ich bin in einem Schrank eingesperrt. Da steckt ein. Mich würde brennen in. Okay, ja, jetzt weiß ich, was drinsteht, aber. Das mit dem Brief ist wirklich seltsam, oder? Du sagst es, Harvey. Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist nicht weiter wichtig. Mein Vater hat heute. Edna, Sie haben ein Karussell! Ganz toll. Edna, es gibt sogar ein Riesenrad! Ganz toll. Was mache ich denn jetzt? Hier noch irgendwas?
Ich kann ja auch nicht mit den Figuren groß interagieren. Alfred ist eine alte Petze. Ein Petzfrosch. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! So, dann sind wir wieder hier. Und jetzt? Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Das hilft mir jetzt eigentlich auch nicht weiter. Ich weiß jetzt, wann... Da ist ein Loch im Schrank. Psst. Was im Brief drin steht. Toll, dann kann ich zwischen Schrank und draußen hin und her wechseln. Hä? Wir müssen dich jetzt... Können wir jetzt noch mal ein bisschen im Unterricht stören, um wieder in den Schrank zu gehen? Nicht riskieren, dass jemand meinen Rekord im Slalomrutschen bricht. Herr Hornbusch, Edna, ich kann nicht... Edna, komm, ich geb bei der... Es tut mir leid. Edna! Oh nein, und ich muss hier sitzen und Nummern schubsen. Herr Hornbusch, ich muss doch das, wenn du noch... Es tut mir leid. Edna! Nein, das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair. Haha, ich kann das. Hallo. Aber. Keine. Ja, warum habe ich das jetzt gemacht? Weil ich hier ein bisschen mehr mit ihr interagieren kann. Mit anderen Sachen. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Ich wäre für den Anfang schon froh, wenn ich aus diesem Schrank hinauskäme. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Dazu müsste ich zuallererst. Wir könnten doch wieder den Schädel mit Plackerfarben anmalen. Dazu müsste ich zu... Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Würde ich ja gern. Okay, viel interagieren kann ich dann leider doch nicht. Edna, ganz... Komm, dann geh wieder raus. Vielleicht... Und das wird auch her... Sie soll ja eigentlich nur Unterschriften fälschen lernen. Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst, aha, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Habe ich das nicht zwischendurch mal gemacht? Ach so, habe ich, aber bevor ich den Brief von so Dr. Marcel gelesen habe. Du hast gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. So, dann haben wir das. Mal gucken, was wir noch alles mitnehmen können. Er ist hinter Sicherheitsglas. Und ich habe einen Poloschläger. Gib Poloschläger an Butzi. Nein, tu es nicht! Ich habe gerade ein bisschen in die Hosen gemacht. Sieh doch nur, Harvey. Der gute alte Putzi. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Ja,
Mummelglas? Mist. Sicherheitsglas. Poloschläger? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und okay. Was ist mit Erinnerung eine kleine Delle verpassen? Nein. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Vollhonko? Alfred war schon als Baby hässlich. Babys sind nie hübsch. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ja. Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Mann. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und eingedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Nimm mit. Nein, ich will keine Altlasten mit mir herumschleppen. Dann haben wir, glaube ich, alles in diesem Raum. Boah. Dann gehen wir raus und können... Oh, das war jetzt ein bisschen unschön. Die Schrift hing in der Luft. Ja, die Schrift hier hing in der Luft. Sehr schön. Ich will nach oben. Ich fälsche jetzt Unterschriften. Kommen wir doch ein bisschen vorwärts, langsam aber sicher. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später... Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Yes, dafür gab es ein Achievement, Fälscherin. Dann haben wir jetzt Dr. Marcells Unterschrift. Und das benutzen wir doch mal auf diesem Formular. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Genau. Kann ich nebenbei auch die Schrift vom Barmann imitieren? Ja. Ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Wohl auch jeder weiß, dass da mindestens 4x reingehören. Was soll ich schreiben? XXX. XXX. Okay. Was soll ich schreiben? Ja, okay, dann lassen wir's. Dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, ne? Obwohl ich glaube, da die Folge schon echt lang geworden ist, ich werde die wahrscheinlich noch ein bisschen zusammenschneiden, dass sie nicht überhand nimmt. Wenn ich diese Folge hier jetzt beenden und in der nächsten Folge geht's dann endlich noch ein bisschen weiter. Also bis dahin, danke fürs Zusehen. Euer Arno und die. Tschüss, Leroux.